Nach den massiven Interventionen der Notenbanken und der Politik haben sich die Aktienmärkte gestern ein bisschen beruhigt, ein bisschen gefangen. Es ging nach oben, wenngleich das Plus angesichts der doch ziemlich umfangreichen Maßnahmen durch Politik und Notenbanken sich recht bescheiden ausnimmt angesichts der vorherigen Abverkäufe. Aber jetzt kommt etwas hinzu, was mental vielleicht ein Gamechanger ist, nämlich die Amerikaner. Die USA rutschen jetzt Schritt für Schritt in den Ausnahmezustand und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was zu erwarten ist im weiteren Sinne. Denn der kalifornische Gouverneur hat jetzt angeordnet, dass die Dinge anders laufen ab jetzt. Man hat faktisch eine Ausgangssperre in Gesamtkalifornien erlassen. Kalifornien ist mit Abstand der wichtigste ökonomische Bundesstaat, macht etwa 14-15% der Wirtschaftsleistung in den USA aus. Also etwa ein Siebtel Pi mal Daumen ist in Kalifornien. Da wird jetzt ein großer Teil wegfallen. 40 Millionen Einwohner. Kalifornien wäre die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn es ein selbstständiges Land wäre. Und das ist eben nicht jetzt so, ja bitte bleibt mal zu Hause, sondern das ist ein Zwang, zu Hause zu bleiben. Das hat der Gouverneur nochmal klar gemacht und damit haben wir sozusagen die nächsten Game Changer. Jetzt ist das Silicon Valley lahmgelegt, die gesamte Tech-Industrie lahmgelegt und das wird Konsequenzen haben. Schauen wir uns vielleicht mal an, was derzeit in den USA eigentlich so diskutiert wird, was wichtig ist, welche Verschiebungen sich da derzeit ergeben. Der Mann, den Sie hier sehen, das ist Scott Gottlieb, vielleicht der derzeit am meisten beachtete Amerikaner. Das ist der ehemalige Chef der Food and Drug Administration, FDA, ist im Amt gewesen 2017 bis 2019 und er hatte schon lange vorher gewarnt, das kommt zu uns, das wird gefährlich, wir müssen jetzt was tun. Seine Stimme verhallte vergleichsweise ungehört, wird aber jetzt immer mehr gehört. Er ist sozusagen der Papst dieser ganzen Coronavirus-Krise in den USA, ist oft im Fernsehen und sagt eben auch, die nächsten Monate werden hart, aber wir schaffen das, wir werden eine Impfstoffe irgendwann entwickeln, aber wir müssen jetzt krasse Schritte vor allem treffen in den Regionen, die betroffen sind. Und genau das passiert da jetzt mit Kalifornien. Schauen wir uns mal an, was aber andernorts auch passiert. Da ist jetzt eine Riesendiskussion in den USA, da gibt es nämlich Senatoren, wie hier der Republikaner Burr, der hatte nämlich, als er erfahren hat, er ist gebrieft worden, eben durch die Gesundheitskommission, in den USA, als er das erfahren hat, welche möglichen Konsequenzen das für die USA haben könnte, hat er seine Aktien verkauft in Millionenhöhe und hat andere Aktien gekauft, die jetzt durch die Decke geschossen sind. Viele andere haben das nicht, viele andere, wie Lance Roberts gestern gezeigt hat und ich versucht habe auch zu zeigen, dass die Marktmechanik im Prinzip gegen eine wirkliche Trendwende spricht, weil Enthebelungsprozesse noch stattfinden müssen, weil wir Liquiditätsthemen haben. Wir haben ja jetzt die Situation, dass es Millionen, Milliarden von Menschen noch gut geht, die leben jetzt noch von den Reserven. Viele haben aber derzeit kein Einkommen mehr und bis das Geld irgendwann mal ankommt durch den Helikopterstaat oder durch wen auch immer, Notenbanken, wird es dauern. Irgendwann wird die Stimmung noch richtig umschlagen, wird mieser werden, wenn das Geld knapper wird, praktisch die Decke einem auf den Kopf fällt, wenn man wochenlang oder tagelang zu Hause sitzt. Das geht manchen ja jetzt schon so mit Kindern, aber das wird psychologisch ein Riesenfaktor. Deswegen staut sich jetzt die Wut auf solche Leute. Eine andere Abgeordnete, auch von den Republikanern, das ist natürlich Zufall, die hat auch ihre Aktien verkauft, als sie gebrieft wurde von der Gesundheitskommission. Das passierte eben im Vorfeld dieser ganzen Krise, ist schon im Februar passiert, Aktien verkauft. Und das ist sozusagen jetzt das große Thema in den USA mental. Da haben Leute profitiert, haben aber die anderen nicht gewarnt. Die haben für sich die Konsequenzen gezogen, egoistisch, für andere eben nicht. Trump hat übrigens gebeten, offenkundig, so sagt die New York Times, dass die verschiedenen Bundesstaaten keine Erstanträge oder keine Arbeitslosenstatistiken erstmal mehr veröffentlichen, denn er weiß, das wird unschön. Wie man es anders machen kann, zeigen vor allem einige Leute wie Cuomo, der Gouverneur von New York, der wahrscheinlich vor einem ähnlichen Schritt steht wie Kalifornien. Der hat jetzt zum Beispiel in Ansprachen gesagt, es wird hart sein, es wird disruptiv sein, aber wir werden das schaffen. Die Furcht und die Panik, die kann eher außer Kontrolle geraten als sogar das Coronavirus. Das sind so Sätze, die dann bei den Amerikanern ankommen. Und man hat das Gefühl, dass derzeit die Trump-Administration nicht den allerbesten Eindruck vermittelt. Man gibt zwar diese Press-Briefings,
Also diese Pressekonferenzen sehr oft in der Woche, das ist gut, weil es Transparenz schafft, aber auf der anderen Seite sagt dann Trump Sachen wie, wir werden jetzt hier dieses Medikament ausprobieren, dann sagt die Gesundheitsbehörde, die Arzneibehörde in den USA, nein, das war nie vorgesehen, das schnell zu tun. Also es ist viel Wunschdenken bei Trump, da merkt man sozusagen, was hier die Kriegsreporterin Düsen Tekkal beim Steingarts Morning Briefing gesagt hat, die Populisten sind gerade arbeitslos, nichts von dem, was sie jetzt machen, ist wirksam, weil es nicht konkret ist. Das finde ich sehr erhellend. Wenn es darauf ankommt, fokussieren wir uns. Diese Krise macht ehrlich, exakt, und das ist derzeit eine gewisse Schwierigkeit für manche Herren, muss man sagen. Wieso macht es zum Beispiel der CEO von Marriott International Associates? Der sagt, ich gebe meinen Gehalt auf, ich werde jetzt kein Gehalt mehr bekommen und werde damit dazu beitragen, dass die Angestellten noch Gehälter bekommen. Für die Aktienmärkte sind natürlich solche Dinge jetzt weniger relevant, das sind moralische Dinge, aber es ist im Bewusstsein der Amerikaner sehr wichtig, und die Amerikaner machen ja die Aktienmärkte gewissermaßen. Wenn die Wall Street hustet, dann haben wir Grippe. Wenn die Wall Street lacht, dann springen wir vor Euphorie nach oben. Das ist jetzt das Problem, wie ein Kommentator bei Finanzmarktwelt geschrieben hat, der Nasdaq bildet zwar die perfekte U-Form aus und es schreit an den Aktienmärkten geradezu nach einem Setzer nach oben, aber irgendwie machen die Indizes nicht den Eindruck, als könnten sie sich nach oben kräftig absetzen. Ich denke, den Grund dafür haben sie beschrieben, ohne US-amerikanische Kaufkraft kann die Weltwirtschaft nicht in Gang kommen, und derzeit sieht es eher danach aus, als versinke die USA in ihren eigenen Problemen. Ich glaube, ich habe ein bisschen versucht, die Probleme so ein bisschen zu zeigen. Da ist zum Beispiel jetzt auch die Aussage ziemlich genau vor 6 Jahren, als Donald Trump Obama vorgeworfen hat, it's almost like the United States has no president. Es ist so, als hätten die USA keinen Präsidenten. Wir sind ruderlos und schlittern in ein großes Desaster. Ja, das haben die Amerikaner derzeit das Gefühl. Jetzt hat Trump zum Beispiel 500 Millionen Atemmasken geordert, aber es wird mindestens 18 Monate brauchen, bis die überhaupt produziert werden können. Da sind viele andere Maßnahmen, die nicht ergriffen werden derzeit oder viel, viel zu spät ergriffen werden. Kommen wir nochmal zum Marktgeschehen. Ganz kurz, das wollte ich Ihnen zeigen. Wir haben hier den NYSE. Das ist praktisch ein Index der NYSE Composite, an dem alle Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden, inkludiert sind. Etwa 1.900, 1.500 davon sind amerikanische Aktien. Wir sehen, dass der hier eine zentrale Unterstützung jetzt erreicht hat und wieder nach oben geht. Das ist also praktisch der marktbreiteste Indexindikator NYSE Composite, den Sie überhaupt beobachten können. Also wir haben jetzt eine Chance auf Stabilisierung zunächst mal. Aber wie gesagt, mental ist da einiges am Start. Eine Grafik wollte ich Ihnen noch zeigen. Nämlich, wer hatte die höchste Dichte auf 1000 Einwohner an Doktoren, an Ärzten und an Krankenschwestern? An Nummer 1 steht hier in Deutschland. Die USA weiter hinten, was die Doktoren betrifft, und auch weiter hinten, was die Krankenschwestern betrifft, vor allem was die Krankenhausbetten betrifft. Da ist Japan Nummer 1, Südkorea Nummer 2, Deutschland Nummer 4, die Amerikaner im unteren Mittelfeld. Das heißt, die sind viel schlechter vorbereitet auf das, was jetzt möglicherweise kommt. Da wollte ich Ihnen möglicherweise die Charts von Capital.com zeigen. Die sind aber abgestürzt, dann lasse ich es. Wir haben eine leichte Erholung. Wir sehen, dass die Dinge also leicht nach oben laufen, und das, obwohl die USA in Richtung Ausnahmezustand unterwegs sind. Das ist derzeit die Situation. Das ist sozusagen jetzt der Punkt, an dem wir erst mental in diese ganze Geschichte reinkommen, weil die Amerikaner merken, das verändert jetzt meinen Alltag total. Wenn die Amerikaner anfangen, richtig depressiv zu werden, dann dürfte der Wendepunkt an den Aktienmärkten kommen. Da ist aber noch ein weiter Weg dahin, wie auch die Mechanik des Marktes noch ein weiteres Deleveraging, eine weitere Enthebelung wahrscheinlich macht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesem letzten Handelstag der Woche, Freitag. Und das war gewissermaßen mein Wort zum Sonntag. Servus und ciao.